Hallöchen, liebe Freunde der Fantasie. Euer Warten hat jetzt endlich ein Ende. Es gibt eine neue Elfengeschichte. Ja, und es tut mir ganz, ganz doll leid, dass ihr so lange warten musstet. Und natürlich sage ich ganz lieb Hallo an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid und schön, ja, dass ihr da seid. Ich will jetzt auch gar nicht lange quasseln, außer doch ein was möchte ich noch erzählen, denn diese Geschichte, die ihr heute hört, die geht an ein ganz besonderes Wesen da draußen, was ja mich sehr inspiriert hat, was mir viel geholfen hat und wo ich einfach mal Danke sagen wollte. Und ja, ihr werdet jetzt gleich die liebe Yara kennenlernen. Denn heute hört ihr die Geschichte Die Sternschnuppenfee. Legt euch entspannt zurück, lauscht meiner Stimme und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Träumen. Es war einmal ein kleiner, unsichtbarer Planet, der fernab von den Augen der Menschen lag. Auf diesem Planeten lebte eine zarte und liebenswerte Fee namens Yara, die auch liebevoll die Sternschnuppenfee genannt wurde. Yara sah traurig in die Welt der Menschen hinein, denn sie sah Kriege, Gewalt und wilde Katastrophen, die das Herz vieler Menschen schwer machte. Also hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu helfen und wieder Frieden zu stiften. Jede Nacht, wenn der Himmel dunkel wurde und die Sterne hell leuchteten, flog Yara über die Landschaft ihres Planeten und sammelte kleine funkelnde Sternchen ein. Denn mit diesen Sternen erschuf sie ihre besonderen Pfeilspitzen, die sie für ihren magischen Zauberbogen benötigte. Es waren also keine gewöhnlichen Pfeile, sondern sie trugen den Zauber der Hoffnung und des Mutes in sich. Ja, die kleine Sternschnuppenfee hatte einen magischen Plan, denn sie wusste, sie muss etwas unternehmen, um den kraftlosen Menschen zu helfen, ihnen den Frieden zu schenken. Sie spannte also ihren Bogen, der aus den geschwungenen Ästen eines alten Zauberwaldbaumes geschnitzt war und mit glitzernden Edelsteinchen verziert wurde. Zuversichtlich wählte Yara einen ihrer besonderen Pfeile aus. Mit einem sanften Lächeln auf den Lippen und einem warmen Gefühl im Herzen zielte sie auf die Erde, wo die Menschen in Dunkelheit und Verzweiflung lebten. Als der Pfeil die Hülle der Erde durchbrach, entfaltete sich ein funkelnder Schweif aus Sternschnuppen, der sich über die gesamte Erde erstreckte. Überall, wo die Sternschnuppen den Himmel berührten, erschienen kleine Lichtpunkte, die wie Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit leuchteten. Menschen, die den Zauber spürten, fühlten plötzlich einen Funken Hoffnung in ihren Herzen aufkeim. Die Sternschnuppenfee flog weiter über die Erde, jeden Abend aufs Neue, und schoss ihre Sternpfeile ab, um den Menschen den Mut und die Hoffnung zu geben, die sie brauchen. Doch eines Tages wurde ihr dann etwas klar. Nur die Menschen selbst konnten den Frieden schaffen, den sie sich so sehr wünschten. Also flog sie zurück zu ihrem kleinen, unscheinbaren Planeten und schenkte den Sternen dort ein extra helles Leuchten, als Zeichen der Liebe für all jene, die den Frieden suchen würden. Und so wacht die kleine Sternschnuppenfee auch noch heute über die Menschen mit dem Vertrauen im Herzen, dass all ihre Zaubersterne den Weg zu einer strahlenden Zukunft auf Erden erleuchten werden. Und das war's mit der kleinen Geschichte über die Sternschnuppenfee.
Ich hoffe, auch ihr konntet ein bisschen Frieden in euren Herzen spüren. Schaut doch heute Abend in den Himmel zu den Sternen und denkt an die kleine Sternschnuppenfee. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt im Frieden.